Tschüss. Die Modellbau-Fans sind wie eine große Familie und daher treffen sie sich regelmäßig. An diesem Wochenende stand Hoyerswerda auf dem Besuchsprogramm und 100 Aussteller kamen in den Forumsaal der Lausitzhalle, um ihre großen und kleinen Schätze zu präsentieren. Zeit zum Staunen für die einen, zum Fachsimpeln für die anderen und natürlich für die Jüngsten auch einmal Zeit, um sich selbst auszuprobieren. Neben den bereits fertigen Modellen gab es natürlich auch reichlich Bausätze und Zubehör zu kaufen. Wie es ein Auto, Flugzeug oder Boot in die Angebotspalette des Herstellers schafft und wie man Porsche und Co. von groß nach klein bekommt, erklärte Uli Taubert, Chefentwickler bei Revell. Ja, das wird heutzutage über digitale Daten gemacht. Wir bekommen von den Herstellern, von den Originalherstellern, digitale Daten, nehmen eigene Fotoserien noch zu Hilfe und bilden daraus dann ein Modell. Digital kann man alles umrechnen, in alle möglichen Maßstäbe. Nun ist ja digital nun noch nicht so alt. Wie haben Sie es denn früher gemacht? Früher, als wir noch nicht digital gearbeitet haben, haben wir mit sogenannten Tooling-Modellen gearbeitet. Das heißt, ein Großmodell in einem doppelten oder dreifachen Maßstab des späteren Modells, was wir dann auf den Markt bringen wollen. Und dieses Modell wird dann halt wurde von professionellen Modellbauern angefertigt, von uns korrigiert und kommentiert und dann in den Werkzeugbau gegeben. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, das und das wird jetzt Modell? Die Frage wird oft gestellt, ich weiß es selbst nicht, aber man hat es einfach im Kopf. Man sieht ein Objekt und weiß genau, das muss in ein Modell umgesetzt werden. Da gibt es kein Rezept. Gibt es kein Rezept, aber gibt es so Anregungen? Gibt es auch Leute, die dann extra mal anrufen und sagen, könnt ihr nicht das und das? Natürlich, das ist auch einer der Gründe, weshalb ich zum Beispiel hier selbst auf der Ausstellung stehe. Ich habe hier das Publikum, man sagt, wir kämpfen an der Front. Ich habe mein Ohr hier am Markt und hier bekommen wir Input. Und das über mehrere Ausstellungen aufs Jahr gesehen, das ist schon eine gute Basis. Man erfährt einiges. Wie lange dauert es eigentlich von der Idee bis zum Fertigmodell? Im Schnitt, und nehmen wir mal als Schnitt ein Auto an den Maßstab 1 zu 24, man kann sagen 12 Monate. Warum dauert das so lange? Weil, 12 Monate muss ich sagen, aktuell, es kann in Zukunft länger dauern, all die Wahl. Der erste Schritt bei einem Modell ist grundsätzlich die Recherche und der Kampf, in Anführungszeichen, mit dem Lizenzgeber. Wir brauchen immer die Rechte für ein Projekt. Und diese Kämpfe, die dauern manchmal sehr, sehr lange, bis dass man letztendlich einen Lizenzvertrag vor sich liegen hat, der auch unterschrieben ist. Wie sieht es eigentlich aus, wenn man so viele Jahre dabei ist? Gibt es so ein Lieblingsmodell? Nein, es gibt viele Modelle. Es gibt einige Modelle, an denen hängt man sehr, weil damit dann halt ganz bestimmte Erfahrungen oder Anekdoten verbunden waren. Bei mir war es zum Beispiel mein allererstes Modell, was ich entwickelt hatte, halt eine BMW, eine 750er BMW, die ich dann anschließend auch selbst gefahren habe. Das ist also eines der Highlights, nach wie vor. Was ist eigentlich so die hohe Kunst bei Modellentwicklung? Man muss genau wissen, was der Markt benötigt. Man muss wissen, ich mache jetzt ein Modell und man muss genau wissen, dieses Modell darf keine 50 Einzelteile haben. Der Markt will jetzt ein hochkompliziertes Modell haben mit 200, 250 Einzelteilen, damit er eine Herausforderung hat. Denn Modellbau ist ja im Prinzip nichts anderes als eine Kunst für sich. Jeder Modellbau, der auch hier auf der Ausstellung ist, ist in meinen Augen ein Künstler. Wir liefern eine Basis und die Modellbauer, die machen dann daraus ein Kunstwerk. Hat sich eigentlich der Trend im Modellbau die letzten Jahre verändert oder ist das so in Ihrer Berufserfahrung gleich geblieben? Der Modellbau hat sich so gesehen überhaupt nicht verändert. Er ist moderner geworden. Das merkt man auch an der Qualität der Bausätze. Der Werkzeugbau ist vorangeschritten.
Die ganze Konstruktion ist vorangeschritten und natürlich das digitale Zeitalter spielt eine große Rolle. Die Ansprüche der Leute sind größer geworden, sind für weniger Geld muss mehr Qualität geboten werden, wie in anderen Bereichen auch. Aber ansonsten hat sich der Modellbau als solches nicht verändert. Wir werden sicherlich aufpassen müssen, dass wir der demografischen Entwicklung in der Zukunft Rechnung tragen müssen, weil wir bei immer weniger Jugendlichen oder immer weniger Nachwuchs natürlich dann ein Hauptaugenmerk immer mehr auf die ältere Generation setzen müssen. Das stelle ich mir recht schwierig vor, weil Modellbau hat ja auch was mit ruhigen Händen und Ähnlichem zu tun. Wie kann man da reagieren? Ja, das geht schon. Auch da sind wieder unsere eigenen Erfahrungen im Spiel und es geht schon. Man muss sich vorstellen, wir haben immer mehr Leute, ist ja unser Rentenproblem, immer mehr Leute über 60 oder über 65, die immer älter werden und in dieser Zeit ein Hobby benötigen. Und für dieses Hobby geben die auch viel Geld aus, wollen auch richtig gute Sachen haben und ein älterer Modellbauer, der dann nicht mehr so fingerfertig ist, der dann auch vielleicht nicht mehr so gut sehen kann, für den ist das Modell dann nicht groß genug. Deswegen, man wird es gesehen haben in den letzten Jahren bei Revell, wir entwickeln doch relativ viele Großmodelle. Auch wenn man vielleicht nicht gerade Fan des Modellbaus ist, Respekt muss man den Meistherren schon zollen. Denn Detailtreue wird groß geschrieben und das ist auch für den Zuschauer durchaus ein Erlebnis.